Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns zwei beiden, denn der Uwe. Ja, ich bin auch da. Moin, moin. Ja, der Uwe war gerade schon wieder unten. Ja. Und hat einen Zettel an die Tür gemacht, weil ja unsere Klingel nicht geht. Ne? Ja. Wir hatten ja gestern, könntest du das halten? Muss ich halten? Ja, musst du. Hashtag armer Uwe und gerade bitte. Wir hatten ja gestern den Besichtigungstermin. Ja, also so vom ersten Eindruck sieht das eher für mich schlecht aus. Das sieht so aus, als wenn der die Wohnung kaufen würde wollen. Das war ein sehr junger Mann, der aber das angeblich nicht für sich möchte. Aber trotzdem ist diese Familie, denn der Vater macht das wohl auch schon die ganze Zeit, da stark im Geschäft und die haben offensichtlich schon viele Wohnungen in Berlin. Ja, wir müssen es auf uns zukommen lassen, Leute. Ich weiß nicht, was das wird. Dann habe ich Post bekommen, gerade eben. Die machen wir mal zusammen auf, weil das könnte vielleicht für den einen oder anderen interessant sein. Und wir waren bei Aldi einkaufen und noch bei anderen, weiß ich nicht, haben wir das mit, weil es nur zwei Sachen waren. Da zeige ich euch jetzt. Aber du kannst da hier nochmal hinschwenken und... langsam. Die sind einfach zu goldig. Martina, du bist wirklich der Oberhammer. Wir haben uns noch gar nicht entschieden, wer welchen bekommt. Aber ich glaube, ich möchte den. Das war mir klar. Das ist einfach zu... Aber... Der passt da besser auf zu dir, mit deinem Kuchen zu. Ja, danke für den Gespräch. So, ich muss mich jetzt erstmal hier hinterklemmen. Und das wackelt da ein bisschen. Genau. Weil ich das ausziehen muss. Nicht mich, sondern das hier. Hier, das Gerät, ne? Der Gerät. Das Gerät. Uwe hat ausgezogen, ich habe es wieder direkt runter gemacht, ne? Weil es jetzt zu hoch war. So, meine Süße, die Kira ist auch mit am Start. Weil immer, wenn es hier was zum Auspacken gibt, denkt die Maus, da fällt was für sie ab. So. Also, ich möchte mal kurz mit euch das hier auspacken. Und zwar, ich weiß schon, was das ist. Und zwar habe ich mit einem Schätzelein gesprochen. Ein Schätzelein, welches auch in Berlin lebt. Und da wirklich, reger Kontakt zwischen uns herrscht. So, Tüte ist leer. Und die liebe Antje, das ist nämlich Antje, liebe Grüße an dieser Stelle, hat mich gefragt, ob ich Bock habe, mal ein bisschen Parfüm zu testen. Und zwar handelt sich das hier um die Firma Xex. Also, ne, Xex. Und die verkaufen nicht nur Parfüm, sondern auch Kollagen zum Beispiel. Oder Liquids. Direkt hier nehmen. Aber das interessiert mich ja eher jetzt nicht so. Ich bin an diesen Parfüms interessiert. Also auch hier Nahrungsergänzungsmittel. Ein neues Ergänzungskonzept. Heels. Abnehmen mit Fettschmelze steht hier, also da wird man bestimmt fündig, wer da irgendwas sucht, aber wie gesagt, mir geht es hier um Parfüm, also hier gibt es auch die Freiölsachen, aber ich kann euch da natürlich noch nichts sagen, weil ich das erstmal austesten möchte. Also hier gibt es Herrendüfte, Damendüfte und die liebe Antje, die hat mir tatsächlich jetzt Duftproben geschickt. Und da schnuppern wir mal direkt ran. Ich habe ja gesagt, ungefähr, was ich mag. Und ich bin selber gespannt, wie das jetzt ist. Ich muss erst mal gucken, wie ich das hier rauskriege. Das ist sehr sicher und raffiniert eingepackt. Aha, hier ist auch noch was zum Öffnen. So,
Aber ich krieg's nicht auf. Das ist wirklich gut eingepackt, Antje. Aber du hast es ja, glaube ich, gar nicht eingepackt, ne? So. So sehen die Probefläschchen aus. Also ich finde, für Probe ist das echt viel. Steht hier irgendwie eine Milliliterzahl drauf? Moment. 2 Milliliter Parfüm, ja. Also da hat man schon ein bisschen was von. Das hier ist für Uwe. Uwe hat sich auch einen Duft ausgesucht. Und also ich habe noch nicht gesprüht und der gefällt mir jetzt schon, was ich hier durchrieche. Wow. Den darf sich Uwe aufsprühen und 3 Düfte sind für mich. Ich kann euch jetzt natürlich nicht sagen, wie die heißen. Ich habe da, oder Antje, steht das hier irgendwo drauf, wie die Düfte heißen? Aber ich glaube, die haben da nur Nummern, ne? Auf jeden Fall gibt es die ja natürlich auch in großen Flakons. Wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, in 75 Milliliter Geschichten. Und wenn mir da was gefällt, dann kann man, oder wenn einem da was gefällt, kann man denn für wirklich erschwinglichen Preisen ein leckeres, schönes Parfüm halt holen. Im Moment bin ich auch wirklich ein bisschen vorsichtig mit dem Namen Dupe, was Parfüms angeht, weil das wird ja gerne abgemahnt. Deshalb werde ich mich da zurückhalten, wie was riecht. Aber ich kann euch halt sagen, ob es pudrig riecht oder nicht, ne? Ob es fruchtig bzw. floral riecht oder nicht. Ah, also das merke ich jetzt schon. Das ist schon eins von mir, was ich gerne rieche. Leute, überall, wo weißer Moschus oder Moschus drin ist, ne, das ist da, das schreit Susi. So. Also hier steht leider nicht drauf. Doch. Also, aber steht es auch hier drauf? Tatsächlich, hier stehen die Nummern, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier in dieser Kamera seht, aber hier, da steht die Nummer drauf, wie das Parfüm heißt. Und dieses Parfüm ist 58. Und ich habe noch kein Parfüm drauf, deshalb. Ja, das riecht schon mal sehr gut. Das riecht auf jeden Fall pudrig. Das muss sich ja ein bisschen entfalten, aber auch floral. Das ist noch nicht der pudrige Duft, den ich so liebe. Aber das wäre ja auch blöd, wenn alle gleich riecht, ne? Ja, es riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich muss da nochmal auf der Seite gucken. Oder habe ich das hier im Katalog? Welche Nummer war das? Leute, ihr habt es bestimmt nicht vergessen, ne? Ich habe es wieder direkt vergessen. 58. Also 58, vielleicht finde ich das ja. Doch, jetzt entfaltet sich das. Gut. Uwe sagt, oh, das riecht aber gut. Oh. Das entfaltet sich, ah, das riecht richtig toll. Ach, geil. Ui, ui. Uwe. 15. 40. Wir brauchen 50. Da hätte ich mich jetzt aber auch mal besser vorbereiten können, wa? Na ja, Leute. Das ist ja nicht so schlimm. Oh, das riecht richtig gut. Ja. Wie frisch geduscht sozusagen. Ja, siehst du, meinst du, für Wasser sparen? Hier, Schatz, das hier ist für dich. Das ist ein Duft für dich. Bitte einmal probieren, wenn es geht, nicht über die Lebensmittel. Ach so. Ja. Der bietet sich aber an. Deswegen. Nee, einfach drücken, Uwe. Ja. Andersrum. Nee, ich mach das. Mach mal da. Ja, dann kannst du es zeigen, ja. Ach so. Da kommen wir schon näher. Wohin denn? Ah. Näher. Näher? Ja, wohin denn? Richtig gut. Ja. Ja, ist okay. Darf ich oben mal riechen? Ja. Oh, das, ja, es riecht
holzig etwas. Hm. Lass ich nochmal riechen. Also auf Uwes Haut riecht es sehr clean. Hm. Voll geil. Es riecht auf jeden Fall richtig toll. Also der Herrenduft ist männlich, aber nicht aufdringlich männlich. Nee. Gibt ja diese aufdringlichen Düfte. Ne? Aber Leute, ich will euch ja jetzt ja nicht hier... Riecht aber sehr geil. Ich wollte euch jetzt ja auch ja nicht hier diese Duftbeschreibung machen. Ich versuche das noch zu finden. Aber im Moment finde ich es nicht. Was steht dann bei dir für eine Nummer drauf, Uwe? Hier, kann ich mal sehen. Du kannst kein Englisch, Schatz. Nee. 17 steht hier drauf. 17. Die habt ihr schon gehabt. Ja, früher. Ach so, aber das war ja bei der Dame. Ja. 15. Ich habe ja nicht mal eine Ahnung, ob das überhaupt 17. Also Uwes Duft halt gefunden. Riecht orientalisch würzig. Also es riecht wirklich schön holzig. Tiefgründig, geheimnisvoll und geradezu kryptisch offenbart sich diese edle Komposition. Bergamotte und Zitrone, deswegen das mit dem Clean, ne? Ja. Ja. In der Kopfnote bringen frische Akkorde, die sich mit Olivenblüten und hellem Tabak in der Herznote vereinen. Das Ganze endet dann in einem immer wieder aufkommenden Wechselspiel mit edlen Hölzern und Tonkabohnen. Ich glaube, die Tonkabohne ist auch das, was so unfassbar gut riecht. Ja, und so würde der große Flakon denn aussehen. Und das sind 75 Milliliter, Leute. Das ist Liter. Nee, es ist nicht wenig. Ne? Also nee. Es riecht echt gut. Riecht sehr gut. Da hätten wir Uwes Duft schon mal ergründet. Ja. Aber an meinen, was ich hier, da das habe ich noch nicht gefunden. Ich habe meinen Duft jetzt auch gefunden, den ich gerade zusammen mit euch aufgesprüht habe. Und hier ist das dasselbe, nicht? 75 Milliliter für eine, wirklich einen erschwinglichen Preis. Und hier steht blumig, fruchtig Chypré. Keine Ahnung. Es riecht tatsächlich blumig, fruchtig. Aber das ist, glaube ich, nicht so... Oh. Ja, es riecht gut, aber es ist nicht so der hundertprozentige Duft, den ich gerne trage. Hier steht, hier kommt der Duft für selbstbewusste Frauen und für die, die es noch werden wollen. Ja, die Kopfnote spielt mit Extrakten aus Orange und da ist die Kamera wieder ausgegangen, ne? So, ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich war gerade bei der Beschreibung, wie der Duft ist. Also, hier steht, hier kommt der Duft für selbstbewusste Frauen und für die, die es noch werden wollen. Die Kopfnote spielt mit Extrakten aus Orange und Neroli und geht damit zur Herznote aus Magnolienblüten über. Die Basisnote, welche durch Cognac, weißen Moschus, das ist das wahrscheinlich, was ich mag, und Patchouli, mag ich auch sehr gerne, glänzt, rundet dieses Erlebnis perfekt ab. Also es riecht wirklich toll. Achso, man kann auch diese kleinen Pröbchen bestellen. Die kosten dann, glaube ich, 1,50, ne? Also da könnt ihr euch auch, also könnt ihr euch den Kontakt dann zu Antje herstellen. Und die könnt ihr euch da hundertprozentig beraten. Das kann ich ja nicht, ne? Ich bin ja schon so eine Nulpe eigentlich in Düften beschreiben, ja? Das kann ich ja auch nicht richtig. So, dann habe ich hier noch einen zweiten Duft und das ist 34. Den habe ich vorhin auch schon gesehen. 34 ist moosig, holzig, frisch. Eine Chypré, wenn man das so ausspricht, ne? Lebensbejahende Note mit fruchtigen Johannisbeeren, Mandarinen und maritimen Früchten in der Kopfnote. Treffen auf weiche, blumige Akzente aus Fräsien, Rosen und asiatischen Osmanthus. Feine Vanillezüge, Patchouli und Rosenholz runden ab. Also ich bin gespannt. Wir nehmen jetzt hier den Arm. Den Jasmin riecht man hier sehr deutlich raus. War das Jasmin? Mandarin? Nein, stimmt, die Fräsien waren das. Fräsien und Rosen. Rosen riecht man, finde ich, auch sehr deutlich. Hm, der riecht auch gut. Aber das ist mir zu blumig. Das ist nicht ganz so meins. Und dann haben wir hier noch einen Duft für mich. Jetzt ärgerst du dich jetzt, dass du nur einen wolltest? Nein?
Und zwar ist das 38. Das hatte ich da auch gerade. Da ist es drüber. Blumig süß. Oh, ich bin gespannt. Hier findet man eine extravagante Komposition aus Aromen von Honig, Blutorangen, Gardenien und Patchouli. Diese hinterlässt deutliche Spuren am Tag und auch in der Nacht. Sinnliche Verführung garantiert. Leute, ich bin gespannt. Oh, wow. Oh ja, das ist es. Also es ist nicht der pudrige Duft, den ich sonst habe, aber der riecht unfassbar gut. Ja. Wow. Also hier freut mich sehr, das alles auszuprobieren. Ich kann euch natürlich jetzt noch nichts dazu sagen, wie lange das hält. Ich werde es aber austesten und werde auf jeden Fall in einem der nächsten Videos euch nochmal über Xex was erzählen, ob ich das gut fand oder ob das nicht so gut war. Guck mal, hier oben ist was zum Aufreißen, ne? Ja, manchmal bin ich eben nicht so die hellste Kerze auf der Torte. Ist halt so. So, meine Lieben, jetzt haben wir hier alles eingeduselt. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal natürlich bei der lieben Antje bedanken, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast und dass ich das mal ausprobieren konnte durch dich. Freue ich mich natürlich sehr. Bist du auch zufrieden mit Ich deiner? bin sehr zufrieden. Ja, ich tue meine auch erstmal hier hin. Richtig. Und die sehen Nicht gut. von den Flüssigkeiten auch immer alle anders aus, ein bisschen, ne? Also es gibt verschiedenfarbige, dass man, wenn man mehrere Flakons davon hat, dass man das nicht verwechselt, ne? Wenn man jetzt nicht so direkt auf die Nummer guckt. Jetzt hatte ich gerade Wortfindungsschwierigkeiten. So, du warst ja noch bei Edeka, da hast du Leinöl geholt, oder? Ja, Leinöl bloß. War das nur Leinöl? Leinöl und den Blumenkohl. Ach, und den Blumenkohl. Und die Zwiebeln. Was? Was für Zwiebeln? Frühlingszwiebeln. Ach so, die müssen wir noch zeigen, Schatz. Die stehen da hinten. Ja, das muss ich Könnt ihr mal zeigen. hinkicken. Zeigen. Denn ich habe wieder vor, was Gesundes zu machen. Es ist ja so. Aber das meiste haben halt bei Aldi tatsächlich geguckt. Der Bon ist auch wieder lang. Und wir haben ausgegeben bei Aldi 61,60. Also Leute, so richtig viel spare ich tatsächlich nicht. Weil viel Gesundes einfach immer dabei ist, ne? Und das kostet halt. Okay, ich gehe von oben nach unten durch, weil da muss ich nicht so lange suchen. Wir haben mitgenommen dreimal Hähnchen bzw. Putenbrustfilet für je 1,39 €. Das sind diese hier. Ich mag die unfassbar gerne. Das ist alles dieselbe Sorte. Putenbrustfilet, da gibt es auch noch Rot von, ich glaube, die haben einen Paprikamantel drum. Dann gibt es noch Hähnchenbrust, Ja. die haben, könnten einen Currymantel oder irgendeinen Kräutermantel drum haben. Aber weil die so lecker sind, sind die natürlich jedenfalls bei uns immer recht schnell vergriffen. Und ja, unfassbar lecker auf jeden Fall. So, dann ist hier mitgekommen Aufschnitt Spezial für 2,29 €. Ich vermute mal, dass es das hier sein könnte. Hähnchenbrustfilet Roulade. Gepökelt, gegart und gebraten. Ja, und hier haben drei Scheiben 29 Kalorien. Also das ist wirklich ideal. Viermal Tiefkühlkräuter für 95 Cent hat der Uwe mitgenommen. Das ist unsinnig. Das sind noch andere. Das sind diese hier. Und zwar Schnittlauch. Ne? Ich liebe diese Tiefkühlschnittlauch, weil das ist wie, als wenn du frischen hast und du hast halt immer Vorrat im Froster deshalb. Und wann immer Aldi oder Netto oder ja, Edeka sowas haben, nehmen wir das mit, weil die immer ganz schnell vergriffen sind. So, dann wollte ich haben Möhren. Die sehe ich aber jetzt hier nicht drauf. Die sind schon wieder im Kühlschrank. Ja. Also Bio-Möhren für 2,19 € ein Kilo. Ein Kilo Möhren. Steht hier aber drauf. Aus kontrolliert ökologischen Anbau Klasse 1.
kommen aus Spanien. Ich weiß nicht, die Kamera ist schon wieder ausgegangen. Das ist also... Naja, ohne Worte. Viermal Magerquark ist mitgekommen für Pellkartoffeln mit Quark und Buttwischcreme natürlich. Da ist das hoch im Kurs, das Liebig. Magerquark hat 1,35 Euro das Päckchen gekostet. Zweimal Körniger Frischkäse ist auch wieder mitgekommen. Dieser hier für, naja, für allerlei Sachen. Ich teile mir den mit Kira, ne? Letztens habe ich einen Kommentar unter dem letzten Video gehabt, dass ich Thunfisch und Körnerkäse machen könnte. Hatte ich tatsächlich schon, aber danke auch an dieser Stelle für diesen schönen Tipp. Aber den habe ich tatsächlich schon umgesetzt, ja. Und war sehr lecker, ne? Dann kam mit zweimal Frischkäse. Ihr wisst es wahrscheinlich langsam, dass ich den für Brotaufstrich benutze. Also 10 Gramm für eine Scheibe. Als Margarine oder sowas Ersatz. Zweimal Letter für 1,19 Euro ist mitgekommen. Für den Uwe, mein Liebling. Viermal Kondensmilch für den Uwe in 7,5% Fett. Willst du die gleich da haben? Naja. Runtergefallen. Hast du es? Ja. So, Heike gesagt, was der kostet, 89 Cent ein Päckchen. Kira ist sie erschreckt, ne? So, wir brauchen ein Tiefkühlsortiment. Keine Ahnung, Uwe. Die Erbsen wahrscheinlich. Ja. Ich wollte nämlich TK junge Erbsen haben für 2,19 Euro. Das ist halt alles schon im Tiefkühler, weil das sonst ja schmilzt, ne? So. Einmal junge Erbsen für das Rezept, was ich vorhabe, brauche ich ein paar Erbsen und ich wollte die nicht aus der Dose nehmen. Dann haben wir zweimal Schnittkäsescheiben für 2,79. Diese hier und zwar Edamer in Scheiben. Dann gibt es Ingwer. Wo haben wir den Ingwer? Hier ist der Ingwer. Und zwar 172 Gramm. Hier kostet Kilo 6,90 Euro. Wir haben bezahlt 1,19 Euro für das Rezept. Wenn ich das mache, werde ich das auf jeden Fall die Kamera mitnehmen. Eine Avocado für 1,39 Euro. Num, 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 num. Eine Gurke für 65 Cent durfte auch mit. Lecker, lecker. Zweimal Kochhinterschinken. Für den Uwe. Ja, das kann ja auch schon wieder drin. Kochhinterschinken hat pro Packung 1,59 Euro gekostet. Wenn es wackelt, der Uwe, der randaliert hier. Ne? So, viermal Kohlrabi ist mitgekommen. Für so zum Knabbern oder halt, naja, für irgendein Kohlrabi-Schnitzel oder irgendwie sowas. Ne? Was Leckeres auf jeden Fall. Kam mit, ich tue es hier hin. Die Kohlrabis haben 79 Cent das Stück gekostet. Dreimal Dinkelschnitte für 1,29 Euro. Was tust du? Dinkelschnitte. Ja. Dreimal steht hier drauf. Ja, immer schon weg. Wie immer schon weg? Immer schon gegessen. So ein ganzes Ding? Fast. Okay. Dinkelschnitten sind mitgekommen und zwar 1,29 Euro das Stück. Viermal Weltmeister Chia-Brötchen, das sind diese hier. Frische Schrüppis nenne ich es jetzt mal. Dann, die haben übrigens gekostet 45 Cent. Dann Körner-Balance-Sandwich für 1,79 Euro. Ach, das sind die hier? Ja? Nee, das sind da Protein. Körner? Brötchen. Nee. Die stehen nicht drauf, ja. Körner Balance Sandwich steht hier. 1,79 Euro. Und es steht nur einmal da. Nee, das ist was anderes. Hier unten steht zweimal Eiweiß-Toastbrötchen für je 1,69. Ja, ich weiß warum, wo das eh ist. Das ist immer für den Radfahrweg.
Aha. Dass ich besser in den Pedalen treten kann, weil die Kraft sonst nachlässt. Also hast du ein Kilo Fürsten schon in die Dunkelheit geschickt, ja? Nee. Okay, ist schon gegessen, ein Körner-Balance-Sandwich. Brötchen für eins, war das ein belegtes oder was? Für 1,79? Nee. Egal. Eisbergsalat durfte mit für einen Thunfischsalat, denn wir haben ja unfassbar viel Thunfisch bekommen. hier ist der Salat für 1,19 Euro. Mini-Rispen-Tomaten für 1,89. Das sind diese hier. Ja, und der Duft, Leute. Ich glaube, der kommt von Uwe. Das sind 500 Gramm und die kommen aus den Niederlanden. Und dann sind nochmal Mini-Rispen-Tomaten für 1,79 mitgekommen. Das war umgekehrt. Das sind die Mini-Rispen-Tomaten für 1,79, 500 Gramm. Und das hier sind die für 1,89 Mini-Roma-Rispen-Tomaten für 300 Gramm. Da hat der Uwe aber teure eingepackt. So, dann sind ja noch von Edeka eben der Blumenkohl mitgekommen. Den brauche ich noch. Die Lauchzwiebeln oder Frühlingszwiebeln. Wir haben die hier in Wasser gestellt, damit die schön frisch bleiben. Ja, Leinsamen, ne? Leinen. Also Leinsamen brauchte ich wieder. Zwei Päckchen sind mitgekommen. Und dieses Brot steht irgendwie nicht drauf. Ach, das ist das Körner. Das ist das Brot. Der Uwe, ne? Das ist das Körner-Balance-Sandwich. Ich esse schon so lange nicht mehr Brot, dass ich echt nicht mehr auf dem Schirm habe. Also Körner-Balance-Sandwich war 1,79, das Toastbrot. Ja. Na gut. Aber so Vollkorn hatten die nicht, wa? Nee. Wie, aber das ist A. Nutri-Score ist A. Was steht denn hier hinten drauf? 75 Gramm sind zwei Scheiben. 193 Kalorien. Naja, das ist nicht ohne. Ne? Deswegen esse ich ja kaum noch Brot. Das heißt aber nicht, dass man Kohlehydrate verteufeln soll, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Natürlich funktioniert jeder Körper anders, aber grundsätzlich ist es so, dass der Körper Kohlehydrate braucht, besonders das Gehirn braucht Kohlehydrate, Freunde, deswegen verzichtet da nicht gänzlich drauf. Ne? So, und dann gibt es hier noch, das ist auch, glaube ich, von Edeka, auch nochmal Schnittlauch. Weil wir einen hohen Verbrauch an Schnittlauch haben. Wegen unserem Quark, ne? Pellkartoffeln mit Quark. Und zwar 8-mal. Ich glaube, Uwe hat alles aufgekauft, was da war. Das ist aber auch gemein, ne? Oder nein, gab da es da noch? Welche, da ach, das welche. Gab, na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Damit kommen wir auch wirklich eine Weile hin. Ja. So, mein Schatz. Das hatten wir. Ich möchte mal wissen, was hier so gut riecht. Hast du das hier schon? Alles. Das ist Uwes Duft, der so gut riecht. Wow, Schatz. Ja. Da müssen wir eine große kaufen. Da bin ich jetzt schon mega begeistert. Aber der hier, mein erster Duft, den ich drauf gemacht habe, war das der hier? 58, war das der? Ich glaube auch, dass es 58 war. Der riecht auch toll. Da könnte ich mir auch eine große Flasche holen. Toll. Toll, 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 toll. So, das war jetzt erstmal unser Einkauf. Da wisst ihr wieder Bescheid. heute, wo das Geld geblieben ist. Ja, da hinten ist noch das Leinöl, aber das ist ja egal. Heute werden wir auf jeden Fall live gehen und mein ja, 3-Monats-Update besprechen mit euch. Wenn ihr da Bock habt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr dabei gewesen wart, denn dieses Video hier, das wird ja erst Mittwoch. Und heute ist Samstag. So, der Uwe und ich, wir essen jetzt. Ich mache mir auf mein Weltmeisterbrötchen hier, mache ich mir auf jede Seite 10 Gramm ungefähr Frischkäse drauf. Ja,
Und dann, also einfach für den Eiweiß ja halt auch, ne? Dass ich, der ist damit ja, es ist ja auch Fett, aber gleichzeitig auch Eiweiß. So, was ich nicht, das reicht. Den Rest streiche ich jetzt auf die andere Seite. Nehme halt noch ein bisschen nach und da weiß ich, das ist auf keinen Fall mehr wie 20 Gramm. So, und dann kann da mein Putenbrustfiletscheibe rauf. Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht immer dasselbe isst, aber das ist gerade für mich unfassbar lecker. Deshalb Putenbrustfilet. Das hier ist in Paprika, Mann. Das ist, was ich euch vorhin meinte, ne? Da gibt es halt verschiedene Sorten und das ist sehr, sehr lecker. Oh. Diesmal bombt nicht Maike das Video, sondern Antje. Liebe Grüße gehen raus an dich, Antje. So, die, ja, ne, sieht jetzt nicht so schön aus, weil auseinandergefallen ist, aber nicht so schlimm. Die kleben halt echt immer sehr aneinander. Eine so eine Scheibe hat 20 Gramm. Und dann kann man das super berechnen, weil hier steht nämlich hinten drauf, 100 Gramm haben 106 Kalorien und so, da sind 5 Scheiben drin. Dann kann man sich also ganz schnell ausrechnen, wie viel 20 Gramm haben. So, so sieht es jetzt aus und da kommt jetzt halt Tomate noch ein bisschen rauf. Pfeffer oder Salz? Ja, ich habe ja hier, weil ich Tomate liebe. So sieht es mal aus. So, Tomaten sind auch 47 Gramm, halt schon abgewogen. Aber unsere Waage ist ja jetzt inzwischen echt eine Diva. Mal will sie nicht. Ich warte jetzt auf die neue von Amazon und hoffe, dass die besser ist. Ja. So. Da kommt jetzt noch Salz und Pfeffer rauf. Und dann ist meins fertig. So. So sieht es jetzt aus. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Falls ihr auch wieder gerade am Essen seid, Abendbrot oder so, wann immer ihr das Video seht, guten Hunger. So. Diese Mini-Roma-Rispentomaten. Richtig tomatig, wie man das kennt. Die müssen viel Sonne gesehen haben. Super lecker. Der Uwe isst Käse mit selbstgemachter Marmelade. Erdbeer-Rhabarber-Marmelade, ja. Also, du kannst ja auch so hinstellen. Also, ich habe vor, die sind ja auch wieder sowas zu machen. Jetzt haben wir ja Rhabarberzeit, sollten wir vielleicht bei Zeiten machen. Ja. Mir fällt gerade ein, dass wir ja bei Edeka noch was gekauft haben. Warum? Soße Hollandaise. Ja, aber. Für den Uwe. Der Uwe möchte nämlich Spargel essen. Ich darf das ja noch nicht. Oder ich traue mich halt einfach auch noch nicht ran, weil ich ja immer vor diesen faserigen Sachen gewarnt werde. Und ich werde dann Kohlrabi-Suppe oder irgendwas essen. So, ihr Lieben, seid aber jetzt nicht böse, wenn ich die Kamera nicht die ganze Zeit mitlaufen lasse. Ich weiß, ihr seht das gerne, so eine Art Mukbang. Aber der Uwe und ich, wir möchten schon auch gerne ein bisschen erzählen und nicht so aufpassen, ob der Mund voll ist oder nicht, ne? Vor allen Dingen, jetzt haben wir ja neue Düfte. Die müssen wir mal richtig ausprobieren. Richtig geil. Ist wirklich toll. Der hier, oh.
Also den hole ich mir in groß, auf jeden Fall. Ja, nicht klein. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr Infos wollt, ich stelle gerne den Kontakt her und dann go for it. Ach, lecker. Okay, wir sehen uns nachher wieder. Ja, ich bin natürlich mit Kira. Machen wir noch eine Runde. Denn wir sind heute Abend live. Und zwar war Susi die Woche. Ja, die Woche. Ich glaube, Dienstag war das. Ja, nee, Montag. Montag war sie im Krankenhaus und hat sich den nächsten Bericht abgeholt, also zum Wiegen und zum Messen. Und da wollen wir heute mal live gehen. Das interessiert euch ja bestimmt. Und ja, da haben wir gesagt, erst wollte man so erzählen. Und da haben wir gesagt, ach nee, live ist besser, dann könnt ihr auch Fragen stellen. Und das ist viel besser, finden wir das viel besser. Live ist doch, live ist live. Ja, jetzt was anderes. Also wie gesagt, heute Abend um 19 Uhr. Aber wenn ihr das seht, ist es leider schon vorbei. Und wir haben heute den Tisch endlich mal gekriegt für den Balkon. Wir haben uns da eben bestellt. Und da haben wir dann, den hat sie am Montag, ja, oder nächste Vorwoche Freitag, glaube ich, hat sie den bestellt. Und am Mittwoch sollte er geliefert werden. Und heute ist Samstag. Da war der natürlich 1, 2, 3 Tage schön unterwegs. Und ist endlich mal angekommen. Und ist ja DHL. Mittwoch nicht gekommen. DHL Donnerstag nicht gekommen. DHL Freitag nicht gekommen. DHL Samstag. DHL gekommen. Wir waren ganz entsetzt, auf einmal klopft das oben. Unsere Klingel ist ja immer noch kaputt und die wurde wahrscheinlich nicht gemacht. Kostet, ist ja auch viel zu teuer da, das zu reparieren lassen. Und ja, oder die haben keinen Elektriker. Ja, wenn es kam, haben wir uns dann gefreut, haben wir gesagt, oh schau, habe ich dann den Tisch ausgepackt, wir gucken uns den an. Und was sehen wir? Der Tisch ist kaputt. Das vorne, die Leiste. Und zwar ist die Leiste, das soll einer sein, den man in die Länder hängen kannst. Und wir haben das uns alles ausgemessen. Der würde ganz genau reinpassen. Ja. Und wie gesagt, der sollte da kicken und kicken und sehen. Das kann nicht wahr sein. Ist ja gebrochen. Aber an der Verpackung ist nichts kaputt gewesen. Also ist das schon vom Werk. Und den haben sie mit Schnüre festgemacht. Klar, weil das Holz ist und das klappert alles, haben sie den scheinbar so festgezogen, dass das gebrochen ist. Also gebrochen nicht, ist die Leiste quer gerissen, längs so. Dann haben wir gesagt, na das kann nicht wahr sein. Eingepackt, jetzt schicken wir die Montag wieder zurück. Und mal sehen, wie lange das dauert, was der uns dann wieder bringt. Dann dürfen wir wieder 4 Tage warten. Ja, warum denn nicht? Dafür ist es ja DHL. Das ist ein Verein, Herr Kartoffel. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Und also hier in Berlin ist es ganz schlimm. Finden wir wenigstens. Und ich auch. Also finden wir schon, dass es ganz schlimm ist. Ja, dann haben wir uns gefreut, dass wir einen kaputten Tisch kriegen. Schlimm, 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 schlimm. Ich weiß auch nicht, das ist alles nicht normal. Das ist sowas. Nee, begreife ich nicht. Und man kann den auch nicht selber leimen. Und dann haben wir schon gesagt, dass wir den vielleicht reklamieren.
und Prozente gleich runtersetzen und dann den selber machen. Aber der ist so blöde gerissen, da kriegst du keinen Leim, wenn nicht schmiert. Dann habe ich gesagt, weißt du was, den leim ich selber und dann. Aber für das Geld haben wir dann gesagt, hat Susi gesagt, nö, für das Geld nicht da, wir sind neun haben. Und sie glaubt auch nicht, dass sie mit der Prozente runtergehen. Dass er verbilligt wird. Ja, ja, wir schicken den Montag weg. Und dann warten wir wieder auf nächstes Jahr. Auf den nächsten. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir dieses Jahr noch einen. Wenn der nicht auch wieder kaputt ist. Ja, den können sie dann mal vergessen. Wer weiß, was sie damit machen. Ist unser Jahr. Wir müssen. Schicken wir ihn zurück. Ja, wie gesagt, heute Abend live. Ich freue mich schon. Wir freuen uns schon, dass wir uns sehen. Ja, hier ist dann noch der Hund. Ich glaube, das ist Kira. Das weiße Fell. Pfiffi. Ja, das ist er. Die Kira. Bist du das, Kira? Ja, das ist er. Na Gott sei Dank. Ich hab schon gedacht, ich laufe mit einem anderen Hund. Der auch so weiß aussieht. Ihr Liebeleins, ihr seht uns hier am Versammlungsplatz sitzen. Denn wir haben jetzt keine Zeit mehr weiter zu vloggen. Weil wir berufstätig sind. Genau. Der Uwe hat es ja gerade erzählt. Das Live-Video steht gleich an. Also ja. Am Samstag das Live. Dann ist es natürlich schon gelaufen, wenn ihr das jetzt seht. Aber das ist ja auch egal. Vielleicht wart ihr ja dabei. Wenn ihr dabei wart, dann postet uns doch bitte eine Filmklappe als Emoji. Ja. Ich werde das Emoji auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ansonsten, oder eine Videokamera oder irgendwas, ne? Irgendwie sowas. Ja. Aber ich finde eine Filmklappe ganz gut, denn jetzt geht's gleich los zum Live-Video und wir freuen uns da schon sehr drauf, wieder so ein bisschen Quality-Time mit euch zu verbringen. Und natürlich halt über mein 3-Monats-Update zu erzählen, ne? Wobei, so viel gibt es da nicht zu erzählen, aber wir werden wahrscheinlich auch so noch genug zum Quatschen finden. Ja, da kommen auch bestimmt 1000 Fragen. Weiß ich nicht. Stimmt. Wir werden es sehen, aber es ist einfach an der Zeit, dass wir uns aus diesem Video verabschieden. Ja. Deswegen sagen wir das, was wir eigentlich immer sagen. Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Mach's gut. Tschüss, ihr Liebe. Ciao. Und an alle, die gucken, bis gleich. Ja.